Liebe Reutlinger Schülerinnen und Schüler, ich muss mich in einer wichtigen Sache an euch wenden. Am 5. Februar soll am Johannes-Kepler-Gymnasium ein Diskussionsforum von Schülern mit Politikern stattfinden. Ich war als Vertreter der einzigen echten Oppositionspartei im Bundestag eingeladen. Und gestern Abend hat mich Schulleiter Thomas Moser ausgeladen. Die Begründung dafür ist absolut hanebüchen. Das Diskussionsforum soll in Kleingruppen ausschließlich zwischen Schülern und Politikern stattfinden. Und laut Oberstudiendirektor Mosers Absageschreiben kann er das in meinem Fall nicht verantworten. Auf Deutsch: Er glaubt, dass ihr zu doof seid, ohne den geistigen Beistand von ihm oder anderen Lehrern gute von schlechten Argumenten zu unterscheiden. Was diese Haltung über Oberstudiendirektor Moser aussagt, müsst ihr selbst entscheiden. Ich sehe das jedenfalls anders und ich möchte euch ein paar Argumente vortragen und zeigen, warum es sich lohnt, auch mal einen Schritt weiter zu denken als euer Schulleiter. Wenn ihr euch fragt, wie es zu totalitären und autoritären Systemen oder defekten Demokratien kommt, dann sicher nicht, indem man mit Menschen spricht, die andere Positionen vertreten. Zu totalitären Systemen, also Diktaturen, kommt es in erster Linie, wenn sich staatliche Institutionen von Neutralität und Rechtsstaatlichkeit entfernen. Und genau das macht euer Schulleiter. Er lädt mich aus, weil nach seiner Einschätzung die AfD mit ihren Positionen in Teilen nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stünde. Er maßt sich also an, als Schulleiter beurteilen zu können, welche Parteien demokratisch sind und welche nicht. Eine Aufgabe, die ausschließlich dem Bundesverfassungsgericht zusteht und nicht einem Schulleiter. Was würdet ihr denken, wenn euch jemand diese Geschichte erzählt? Ein Inlandsgeheimdienst observiert gemeinsam mit einer staatsnahen, wesentlichen, regierungsfinanzierten Organisation Privatpersonen und verwandt deren Privattreffen mit Kameras und Mikrofonen. Die vorgebliche Privatorganisation tritt dann unter Zuhilfenahme von Falschbehauptungen eine Kampagne gegen die Opposition los. Sind wir in Russland, China, Nordkorea? Nein, das ist in Deutschland passiert. Und zwar ist genau das bei dem sogenannten Geheimtreffen in Potsdam geschehen, worauf euer Oberstudiendirektor natürlich Bezug nimmt. Beteiligt war der sogenannte Verfassungsschutz und eine regierungsfinanzierte Privatorganisation namens Korrektiv. Dass es sich dabei um eine Aktion gegen eine Oppositionspartei, die AfD, handelt, das zeigt allein der Umstand, dass an dem Treffen mehr CDU als AfD-Mitglieder beteiligt waren. Die medialen Angriffe richten sich aber nicht gegen die CDU, sondern ausschließlich gegen die AfD. Aber befasst euch am besten selbst damit, was auf dem Treffen wirklich besprochen wurde und hört euch zum Beispiel den Bericht des Verfassungsrechtlers Ulrich Voskerau, Dr. Ulrich Voskerau an, der dabei war. Auch der Debattenbeitrag von Oliver Kirchner, dem Vorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, ist sehenswert und bringt viele wichtige Argumente. Die Links dazu findet ihr unten in den Kommentaren. Nur so viel vorab: Korrektiv, also diese Organisation, die hier diese Medienkampagne losgetreten hat, musste längst von anfänglichen Behauptungen zurückrudern. Ein AfD-Treffen war es jedenfalls nicht. Und auch kein Geheimtreffen. Und noch was. Die Position der AfD zur Migration ist eindeutig und findet sich ganz klar in unserem Parteiprogramm. Wir wollen, dass unsere Grenzen sicher sind. Wir wissen, wer in unser Land kommt und dass Asylsuchende nur dann zu uns kommen können, wenn die gesetzlichen Regelungen erfüllt sind. Aktuell wird unter anderem das Dublin-II-Abkommen völlig missachtet. Wir wollen unser Sozialsystem vor unkontrollierter Zuwanderung schützen. Wir wollen die rechtlichen Möglichkeiten von Abschiebungen ausschöpfen, wenn Fremde in unserem Land kriminell, in Deutschland kriminell geworden sind, damit alle anderen in diesem Land wieder sicher leben können. Und gleichzeitig wollen wir, dass ausreisepflichtige Ausländer auch wirklich ausreisen. All das und mehr wird von der aktuellen Politik missachtet. Wer richtet sich also tatsächlich im Moment gegen den Rechtsstaat? Diejenigen, also wir, die die Einhaltung von Gesetzen fordern oder diejenigen, die sie ignorieren? Auch Kanzler Scholz, Bundesinnenministerin Faeser und viele andere verantwortliche Politiker haben genau das schon gefordert. Bundeskanzler meinte, dass die Kommunen unter den immer höheren Lasten der Massenmigration stöhnen. Wir müssten also in großem Stil abschieben. Und das ist passiert, alles ohne medialen Aufschrei und ohne Gegendemos. Wir wollten bei der Diskussionsrunde, oder ich wollte bei der Diskussionsrunde am Kepler-Gymnasium, über viele wichtige Dinge für eure Zukunft sprechen. Beispielsweise über den Klimawandel und entsprechende Politikfelder, etwa Energie- und Verkehrswende. Statt tatsächlich andere Positionen werdet ihr jetzt die stets gleichen Positionen der neuen deutschen Einheitspartei von CDU bis Grüne zu hören bekommen. Und wenn ihr euch mit anderen Argumenten beschäftigen wollt, dann schaut auf meine Website, folgt mir auf Facebook oder Instagram.
TikTok bin ich übrigens auch und ihr könnt mich auch gerne direkt anschreiben. E-Mail-Adresse findet ihr auch. Und eine Botschaft habe ich noch zum Schluss. Bleibt kritisch, auch euren Schulleiter gegenüber. Vielen Dank und tschüss.